Musik und Information im Arbe Verkehrsradio. Es ist Mittwoch und die Autofahrerclub Arbe ist auch ein wichtiger Teil der Europäischen Vereinigung EAC, also der Gemeinschaft der Europäischen Automobilclubs. In diesem werden auf höchster Ebene Mobilitätsthemen diskutiert und umgesetzt und die Mobilität von morgen geformt und mitbestimmt. Ganz klar, dass auch E-Mobilität dabei eine Rolle spielt und hier das Berliner Unternehmen EMO, deren Projektleiterin die Luisa Art ist. Hallo Frau Art, wie dürfen wir uns jetzt das Unternehmen EMO noch vorstellen? Landeseigene Agentur, die Unternehmen bei der Markthochlauf der Elektromobilität unterstützt, aber auch in verschiedenen Bereichen der Unternehmensmobilität. Und ich bin hier Projektmanagerin für Innovation und betreue den Bereich betriebliches Mobilitätsmanagement. Sehr schön. In Berlin arbeitet man derzeit sehr stark an einem KI-basierten System für vernetzte Mobilität. KI, also künstliche Intelligenz, ist uns ja allen ein Begriff. Sie unterteilen aber KI bei der Mobilität in verschiedene Level. Wie darf ich mir das vorstellen? Genau, in der also in dem Bereich autonomes und vernetztes Fahren gibt es verschiedene Levels. Das geht von 1 bis 5 und 5 ist sozusagen das, was man ja meistens gerade noch aus Science-Fiction-Filmen kennt. Level 3 ist, dass jemand im Fahrzeug steht, sitzt und das direkt begleitet, also dass da jemand noch vor Ort ist. Und Level 4 ist dann, dass jemand in der Zentrale oder von einer Zentrale aus das Fahrzeug koordiniert. Ach so, und KI und E-Mobilität wird uns ja auch suggeriert, lösen künftig ja alle Probleme der Zukunft. Gilt das auch für Ihre Projektarbeit? Was halt ist, insbesondere so diese kritische Infrastruktur, da Fahrzeuge zu elektrifizieren, ist eine Herausforderung derzeit noch einmal, weil sie halt vorgehalten werden müssen und dann entsprechend auch einsatzbereit sind in dem Moment. Da gibt es aber zunehmend, also dass die entsprechenden Unternehmen, kommunale Unternehmen, dann entsprechend Vorrichtungen aufrüsten. Wir haben zum Beispiel auch ein Projekt begleitet, wo es zur Elektrifizierung der Feuerwehr gibt. Also es gibt tatsächlich hier in unserem Bezirk, die Feuerwehr fährt mit einem Fahrzeug elektrisch umher und leistet da Hilfe. Sehr schön. Viel zu tun für unsere gemeinsame Zukunft. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, einen Spaß an Mobilität zu haben, offen zu sein, Neues auszuprobieren. Und sich dem nicht zu verschließen. Viel zu tun, wenn auch erst in Berlin. Luisa Art von EMO, vielen Dank und auch noch viel Erfolg wünsche ich Ihnen. Gut informiert mit dem Arbe Verkehrsradio.